the clock countdown. Wish the minute I could be rewound. So much to do and so much I need to say. Will tomorrow be too late? Okay, und wo geht's hier lang? Ah, Rubin. Ah, blauer Rubin. Okay, und so. Ah, was ist hier passiert? Achso, ein Fell. Grafikfell des Jahres. Eine Truhe. Öffnen. Oh, jetzt kommt was Böses. Warum leuchtet eine Truhe? Das frage ich mich. Ein Schwert! Okay, jetzt muss ich das Schwert nicht mehr suchen. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Okay, und wie benutze ich das jetzt? Gegenstände. War da nicht irgendwas mit Ausrüstung? Doch, hier. Da und jetzt. Ah, okay. Hab's. Sicher. Ich hab jetzt ein Schwert. Und ich kann sogar schon damit kämpfen. Bin schon ein richtiger Held geworden. Ein Herz. Was? Was macht er da? Sieht pervers aus. Okay. Alles klar. Krieg ich. Ich habe seine Unterhose gesehen. Und die Fee nervt ja auch immer ganz schön. Okay, wenn man Gebüsch kaputt machen kann, dann kaputt machen kann, zerschlagen kann und da was rauskommt. Hier sieht man ja schon der erste Rubin, der zweite Rubin, der, komm schon, der dritte Rubin, der vierte Rubin, komm schon, noch einer. Oh yeah. 40 Rubine, nur noch 10. Und wir sind 60 Rubine, die ich brauche. Dann bringe ich dieses Mistkerl um. Dieses Mistkerl. Wo ist es hin? Okay. Das ist nicht cool. Okay, da ist einer. Der andere ist verloren gegangen. Ich brauche noch 9 Rubine. Die kriege ich von wo? Ich gehe mal noch mal nachgucken, wie viel das eigentlich kostet. Ah. Was? Okay. Einfach so 5 Rubine durch Luft. Aus Luft, von Luft, Gelbluft. Ah, ich will nicht mit dir reden. Wir verkaufen Schilde, aber keine Schwerter. Cool. 40 Rubine, das ist geil. So viel Lack kann nur ich haben. Der Deku-Schild. Gehe ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst du R und bewegst. Schwenkst du den Schild. Möchtest du noch etwas kaufen? Halt die Füße. Ei, ich wollte nichts kaufen. So, und jetzt erstmal wieder ausrüsten. Da. Raus. Boah. Wer hat hier ein Schild und Schwert und wer nicht? Komm her. Komm her. Habe ich doch schon. Wie behindert muss man denn sein? Ja. Ich werde dich niemals als einen und der unseren. Der ist bestimmt übertrieben eifersüchtig. Kann ich verstehen. Ja, okay, stell dich mir nicht immer noch in den Weg. Jetzt wird gekämpft. Was? Der Deku-Stab. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf Bl, Bl oder rechts platzieren. Benutze ihn mit C. Wenn du A drückst, kannst du ihn wieder wegpacken.
Du kannst höchstens 10 Dekustäbe tragen. Also setze sie mit Bedacht ein. Okay, Gegenstandsmenü. Auf rechts. Auf rechts. Geht doch. Da, der nächste. Und sogar mit Anvisieren. Watch out, was? Ein verwelkter Dekurania. Er sieht zwar ganz schön alt aus, aber wenn du ihm zu nahe kommst, schnappt er zu. Tut er nicht. Er ist erlaubt. Da-dum, 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 da-dum. Der Dekobaum sieht ja cool aus. Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Das wird jetzt ziemlich lange dauern, da könnt ihr die ganze Zeit mitlesen. Sei willkommen, Link. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren, Link. Nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja, hab ich. So sei es. Tritt ein, tapferer Link. Doch du, Navi, Navi, alle Fee, unterstütze Link. Und du, Link, höre mit. Zieh nach oben. Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Auf einmal hört die Musik auf. Muss ich jetzt einfach so in sein Maul springen oder was? Pervers. Scheiß drauf! Ich verschwinde in die Dunkelheit. Wie oft putzt er sich eigentlich die Zähne? Sieht gar nicht so toll aus. Wieso hat man Leitern im Maul? Naja, egal. Noch mehr Dekurania. Was ist mit dem los? Der wackelt gar nicht so komisch. Deku-Star. Listen. Hey, look, listen. Schau doch, Link. Wenn du 10 nach oben drückst, dann kannst du durch das Netz nach unten sehen. 10 nach oben. Nach unten schauen. Da ist Wasser. Ganz viel Wasser und Erde. Na, was soll ich jetzt da? Da komme ich eh nicht lang. Ich geh nach oben. Mann. Ich weiß, dass man da hochklettern kann. Das sieht man doch. Die Wand sieht ganz anders aus als die anderen Wände. Ist doch logisch, oder nicht? Da. Dü-dum-dum. Anvisieren. Okay, so kriege ich ihn nicht. Aber von dem Ding aus kann ich auch nicht kämpfen. Komisch. Vielleicht ist hier was drin. Und Rose. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenbildschirm anzusehen. Blauräume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Bewege den Control Stick, um ein Stockwerk auszuwählen. Will ich aber nicht. Ich laufe jetzt einfach weiter, bis ich irgendwas finde. Da ist eine Tür. Gibt's hier unten noch was? Da ist ein Herz. Nö. Das Einzige, was hier ist, ist die Tür. Listen. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Okay. Tu ich. Okay. Was bedeuten die Gitter? Geht die Tür jetzt immer noch nicht hoch? Ja, hey. Oh. Okay, warte. Besiege ich den jetzt? Anvisieren. Watch out. Vorsicht, ein Laubkerl. Näherst du dich, verschwindet er. Lenke die Schüsse, die er spuckt, mit deinem Schild auf ihn zurück. Okay, leichtes Spiel. Komm her. Und jetzt? Warum stirbt er nicht? Soll ich ihn angreifen?
Nein, doch nicht. Vergebung, Herr. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Control-Stick nach vorn, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass, das wird mit Doppel-S geschrieben, dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Punkt, Punkt. Probier es einfach aus. Wenn du Mut hast, ich verschwinde. Schisser. Hat sich in die Hosen gekackt und hat mir ein Herz da übrig gelassen. Weiter. Yeah. Was zur Hölle? Was ist da gerade passiert? Das Ding ist runtergefallen und kaputt gegangen. Natürlich. Eine große Truhe. Schon wieder. Die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf 10 nach links, 10 nach unten oder 10 nach rechts platzieren. Und drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit Control-Stick. Lass C los, um Deku-Kerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay, erstmal wieder auf C legen. Auf unten. Auf links. Auf links. Zurück. Look. Schau, dort oben hängt etwas. Sieht aus wie eine alte Leiter. Was soll ich jetzt machen? Draufschießen oder was? Jo, draufschießen. Runtergefallen. Wie kann eine Leiter so gerade runterfallen und so gerade stehen bleiben? Noch eine Truhe. Tack. Aufgetreten. Die andere reißt er auf, die andere tritt er auf. Ein Herz. Hab ich gar nicht gebraucht. Yay. Yay. Ha. Tja. Ach scheiße, das ist Mario. Ach, halt die Fresse. So kann ich die bestimmt jetzt auch besiegen, oder? Jo, sieht so aus. Anvisieren. Kill. Ich höre da aber irgendwie noch einen. Yeah, pump it like a boss. Ich kann schon wieder seine Unterhose sehen. Warum sieht man so oft seine Unterhose? Was ist das für ein perverses Spiel? Naja, egal. Hauptsache Spaß. Legend of Zelda ist ja eh ein cooles Spiel. Ach ja, bald folgt auch Legend of Zelda The Twilight Princess und Skyward Sword und Majora's Mask und Wind Waker und Phantom Hourglass und... Ich hab den Namen vergessen. Ah, Spirit Tracks. Und... Die ersten Teile für Super Nintendo Entertainment System und... Das eine für Nintendo Entertainment System und... Der eine für Game Boy Color und der eine für Game Boy Advance und... Ah genau, der eine hieß Minicap. Scheiße, ich hab verkackt. Da muss ich rauf. Ah, dieser Hund. Der ist buggy. Tot. Was ist das für ein Ding? Geh mal sterben. Warum stirbst du? Ah, jetzt. Was? Du hast eine goldene Skull. Okay, Skulltula zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Was hat's mir jetzt gebracht? Habe ich jetzt sowas wie einen Orden bekommen oder was? Schon wieder ein Herz. Es füllt eines deiner Energieherzen auf. Shakazim. Komm her. Was ist das jetzt schon wieder? Eine Deku. Die Dekunus. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf C-Stick. 10 nach links, 10 nach unten oder 10 nach rechts platzieren. Wirf die Dekunus, sie wird
zerplatzen und deine Gegner betäuben. Cool. Like a bow. Was ist das? Watch out. Ding ding. Sieht so aus, als habe diese Fackel vor kurzem noch gebrannt. Heißt es, sie muss brennen? Oder was? Ich will aber darüber. Ich mag solche Schalter. Ja. Ha, ich hab's rüber geschafft. Er hat gar keine Unterhose.